Ja, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Shadowrun. Ich habe hier seit dem letzten Part noch einen stehen sehen, den hier. Das ist nicht der gleiche wie der, der hier patrouilliert. Ja, wie kriege ich denn das mal gebacken? Ich versuche jetzt mal was. Hang on. Is there a problem? I heard a sound. I didn't hear it. Das sieht perfekt aus für Lilly. Lilly, das sieht gut aus. Ah. So kann der Part doch mal beginnen. Oh, aber sie geht wieder zurück in den Busch. Okay. Ja, aber es wäre mir lieber, wenn es was gewesen wäre. Denn... Nein, das wollte ich nicht. Okay, Lilly, du, aber in diesem Busch kannst du auf jeden Fall mal weiterlaufen. Lilly. Langsam. Ach komm. Halt. So. Ich geh mal weiter, Lilly. Komm schon. Jetzt muss ich Lilly gerade sehr deutlich jeden Schritt erklären. Oh, was für eine wunderschöne Statue. Genau, Lilly. Komm mal mit. Jetzt geht's besser. So, die da unten hätten wir hinter uns. Oh, Lilly rennt gleich weiter. Ich weiß nicht, was wir hier alles einsammeln, Leute, aber... Okay. Jetzt flutscht's aber. So. Jetzt müssen wir die beiden hier irgendwie abgelenkt kriegen und deswegen... Glaube ich mal, dass die verschiedenen Heuhäufen hier gar nicht mal so verkehrt sind. Denn hier können wir uns jetzt in einem Heuhaufen verstecken und können Lilly dann eine sichere Passage. Bescheren. Sehr schön, Lilly. Okay, das haben sie jetzt nicht gehört. So, wir bleiben mal in unserem Versteck. Ja, ja, seh dich nur gut um, Freundchen. Wäre natürlich cool, wenn wir da jetzt irgendwie durchkämen. Ah. Ja, ja, wie seltsam. Was ist denn das für ein merkwürdiges Geräusch? Ah, das ist die Tür. Sehr schön, Lilly. Bin auch schon da. Schon? Ja, Leute. Es flutscht. Ich muss mal nichts sagen, aber... für einen Doppelpfeilwerfer wieder ein Mordsinstrument werden wir natürlich auch nicht machen. Wir überstehen den Winter nicht, wenn der Krieg neu ausbricht. Aha. Irgendwas ist morgen, was gut gehen muss. Habe ich jetzt verstanden? Okay, Lilly. Aha. Okay, jetzt setzt er sich in Bewegung. Ich wollte nur mal nach Lillibüschen Ausschau halten. Das ist ein neues Wort. Lillibusch. Okay. Er setzt sich jetzt in Bewegung.
Jetzt schauen wir mal, wie der läuft. Okay. Ja, du hast dein Geräusch gehört. Jetzt hoffe ich mal, dass der sich nicht umdreht, sondern dass der weiter im Kreis läuft. Sehr schön. Lilly wagt es aber nicht. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich möchte auch... Oh Mann. Hier ist ein Busch. Okay. Ah doch, Lilly kommt jetzt dann irgendwann nach. Ja, sie kommt. Gut. Lord Joyce und Madoc kommen morgen und machen wieder Ärger. Sie säßen lieber gern auf dem Thron von Burg Rivendell mit ihren Ansprüchen auf Blut und Titel. Verstehe. Okay. Hier hoch muss Lilly, weil hier ist der next big bush sozusagen. Ein Haken. Und hier ist noch ein Busch. Uiuiui. Und hier patrouilliert einer. Okay. Verstanden. Lilly ist bereit. Aber wofür? Das ist hier die große Frage. Ich versuch mal was. Nee. Das lenkt den Falschen ab. Das fürchte ich lenkt auch den Falschen ab. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass... Oh no, das war nix. Leute, das war das Gegenteil von gut. Das war bescheuert. Ob das geht? Ja, aber du siehst nichts, das ist ganz wichtig. Du siehst unsere Lilly nicht. Sehr schön. Lilly rennt gleich weiter. Voller Übermut. Ja, macht aber nichts. Wir haben das ja schon ausgekundschaftet. Alles gut. Die Stunde der bösen Geister. Sie lauern im Schatten und schlagen direkt vor dem Morgen zu. Warum sollten die Geister bis zum Morgen warten oder bis direkt vor dem Morgen? Oh, da könnte ich vielleicht... Okay. Ihr habt alle etwas gehört. Ah, nee. Oh, nein. Okay. Lilly ist unterwegs, das gefällt mir wiederum gut, Leute. Lilly, Shadwin meine ich. Ah, nein. Okay. So, Lilly. Hier ist sie direkt unter uns. Wir müssen sie jetzt also die Treppe raufbekommen noch. Aber nicht, wenn die Jungs so alarmiert sind. Ja, vielleicht, wenn ich den hier... Nee. Ah. Jetzt probier's, Lilly. Lauf! Kannst du nicht einfach stehen bleiben. Ist das ein Wappen? Oh, das ist ein Wappen, Leute. We're deep in the castle. It's almost dawn. Won't it be terribly dangerous when the morning comes? We'll be seen. We'll sort it out when we get there. One problem at a time. Ja, Leute, ein Problem nach dem anderen und ja, was soll ich sagen? Wir sind bei den Burgtoren angekommen. Das klingt ja jetzt mal auch alles sehr schwer bewacht, würde ich mal sagen.
Die Oberstadt war erfrischend einfach. Ich will jetzt nicht sagen langweilig, auf keinen Fall. Doch so, dass ich es gut geschafft habe. Und hier haben wir jetzt mal keinen Busch. Das ist schon mal sehr... Das Speichern verschwindet auch nicht mehr. Ah, da kann ich gar nicht. Okay. Mal lieber wieder in Deckung, Shadwen. Da ist ein Busch. Thank the heavens the war's over at last. There might not be the best of men. Aha. The helm of our ship, but at least there's peace. Even if he... Aha. You know, greedy. We've seen his coffers and his rooms. Put any lord or lady on a fine cushioned throne, and as soon as your eye blinks, you'll find their greedy devils. Das klingt sehr interessant, was die jetzt da gerade besprechen. Turn his ship around soon enough, and it will be because he's greedy. Soon. Mhm. Ja. Die Frage ist natürlich, wo es hingeht. Frei nach dem Motto, da geht's dahin. Ah. Der bewegt sich ja. Lilly, geht es an? Jawohl. Okay, Leute. An den beiden wären wir erfrischend einfach vorbeigekommen. Der hier wird wahrscheinlich eine andere Nummer sein. Die Frage, wie weit der geht. Der bleibt nicht stehen. Aber da oben auf der Treppe sind schon die nächsten. Okay. Hier könnten wir uns aufschwingen. Die Frage ist, ob wir dabei gesehen werden. Ah, okay. Die stehen hier zu zweit und der guckt uns hier genau an, Leute. Ist da irgendwer? Keine gute Idee. Ah, oh, Lilly. Geh, Lilly, das ist eine gute Idee von dir. Wir können so viel von Lilly lernen. Das sind die Nächsten. Okay, aber jetzt wird sie unsere Hilfe brauchen, weil jetzt müssen wir sie darauf bekommen. Ich schau mal, was der da tut oder was wir tun können. Wenn der jetzt hier von seinem Patrouillenweg... Okay. Aha, schaut mal. Das ist ja interessant. Okay, okay. Hier sind wir doch mal an einer Stelle mit Handlungsspielraum, wie wir Lilly hier raufbekommen. Noch ganz weiß ich es nicht. Okay, der patrouilliert. Wir müssten ja jetzt erstmal die da unten ablenken irgendwie. Ah, Momentchen, da ist einer und der patrouilliert jetzt hier. Okay. Probieren wir mal was. Das hat jetzt herrlich wenigen Personen hier beeindruckt. Aber da ist ein Fass, Leute. Ob wir das zu fassen kriegen? Das ist ja fies. Ah. Why is it moving? Gute Frage, nicht wahr? Ah. No. What is this?
Na, Lily rennt zurück. Lily rennt wieder vor. Oh, sie rennt vorbei. Nein, sie rennt wieder zurück. Gut, Lily, dich hätten wir durchgebracht. Lily ist schon ganz durch. Sehr schön. Puh, Leute. Lassen wir den mal da ein bisschen raufgehen. Du müsstest noch mal unten nachgucken nach dem Rechten. So, Lily. Sind wir schon bei der Tür? Jawohl. Und gleich geht's weiter. Speichert sehr schön. Oh, die Burgtore waren jetzt bisher noch nicht schwer, aber ich muss gestehen, sind kein bisschen weniger aufregend. So. Okay. Okay, kann ich da... Oh. Lily, was machst du? Lily rennt wahrscheinlich zu diesem Heuhaufen da. Sehr kluge Entscheidung, Lily. Sehr kluge Entscheidung. Wir können uns hier nicht irgendwo hochschwingen. Ich versuche jetzt mal was. Na. Das wollte ich natürlich jetzt nicht. Das hat ihn jetzt nicht schwer beeindruckt. Anders gesagt, das hat ihn gar nicht beeindruckt. Nee, hier ist niemand. Da ist ein Busch. Ich lasse den mal wieder zurückgehen. Ja, Lily und ich, wir haben die gleiche Idee. Der Busch lächelt uns so an. Jawohl. Wir nehmen jetzt gleich nochmal einen Busch. Und Lily nutzt gleich die Gelegenheit, um noch weiter zu rennen. Oh. Ja, das ist doch ein positives Wort. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie weit der hier patrouilliert. Ah, der geht wieder zurück. Okay. Da wäre nämlich noch ein Busch, sehe ich gerade. Hol den mal ein bisschen wieder zurück. Doch auch ein Busch, oder? Das ist kein Busch. Ich dachte, das wäre ein Busch, Leute. Deswegen hat Lily so gar nicht reagiert. Ja gut, ich versuche mal ein bisschen auszukundschaften. Da ist aber ein Heuhaufen. Wagt es, Lily? Lily wagt es auch. Komm her, Lily. Das ist doch schön. So. Okay, der dreht sich immer mal wieder hier um. Ja, Leute, und mit diesen patrouillierenden Einheiten und in die Ecke gedrängt, würde ich sagen, machen wir hier weiter im nächsten Part von Let's Play Shadowen. Und wir sind an den Burgtoren angekommen. Ich würde mal meinen, die Burg an sich ist nicht mehr weit. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.